Ingrid Millmann ist 83 Jahre alt, hat mehr als die Hälfte ihres Lebens gearbeitet. Auch wenn sie in ihren Kleidern aus guten Zeiten nicht so aussieht, heute ist sie arm. Das Geld reicht ab Mitte des Monats nur noch für Knäckebrot und Leitungswasser. Das sagt sie. Ingrid beginnt aus Hunger zu stehlen. Jetzt soll sie deswegen ins Gefängnis. Ja, wenn das so ist, dann gibt es für dich nur eine Alternative. Du bringst dich um. Du gehst nicht ins Gefängnis. Ingrid Milgram weiß nicht, wann es soweit ist. Sie weiß nur, dass der Tag kommen wird. Der Tag, an dem sie ihre 3-monatige Haftstrafe antreten muss. Die 83-Jährige soll wegen Diebstahls einsitzen. Die Angst, die habe ich, wenn ich morgens früh wach werde oder in der Nacht. Es ist manchmal nachts so schlimm, dass ich dann nicht mehr einschlafen kann. Diese Dame, eine Diebin? Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so wirkt. Besonders traurig an Ingrids Geschichte ist der Grund für ihr Vergehen. Nach allen Abzügen, die ich habe, von meiner Rente und diesem Heizkostenzuschuss, verbleiben mir in der Regel nur, na, sagen wir mal großzügig, 50. Da ist eigentlich nur noch Brot, Milch. Ja, das ist eigentlich schon alles, was ich noch davon kaufe. Ingrid hat mehr als 45 Jahre als Schneiderin gearbeitet. Heute hat sie nicht genug Geld zum Leben. Ihre Rente ist mit 725 Euro so gering, dass ihr eine Grundsicherung vom Staat zusteht. Gut 100 Euro zusätzlich, doch erst nach Monaten des Wartens. Da ist dann wirklich bei mir mal der Faden gerissen und ich habe gedacht, verdammt noch mal, du siehst, wie andere sich was einstecken, warum sollst du das nicht auch mal versuchen? Zunächst klaut Ingrid nur Lebensmittel, mal Fleisch, mal Tütensuppen. Doch der gepflegten Witwe fehlen auch andere Dinge. Ihr Aussehen ist ihr sehr wichtig. Geld habe ich nicht mehr, aber alles andere habe ich noch. Und dass ich könnte mir auch gar nichts anderes kaufen. Dafür habe ich gar kein Geld. Also trage ich das, ziehe ich das an, was ich besitze, was ich mir selber genäht habe. Auch bei Kosmetik wird sie schwach. Eine Creme ist bei 50 Euro monatlich zum Leben unerschwinglicher Luxus. Dann gehen sie zur Kasse mit Zittern und Gliedern. Immer in der Angst, hat das jetzt jemand gesehen? Ingrid wird mehrmals beim Clown erwischt. Der Gang zu einer Hilfseinrichtung wäre für sie die größere Demütigung. Das Gericht verurteilt die Rentnerin zu insgesamt 9 Monaten Haft, 3 davon ohne Bewährung. Sie erklärt ihrer Pflichtverteidigerin die Situation. Also das Urteil ist natürlich rechtmäßig, man kann das natürlich so entscheiden, das ist gar keine Frage. Ich meine, dass es im speziellen Fall bei der Frau Milgram einfach nicht verhältnismäßig ist. Ich denke mir, dass man eine 83-jährige Frau, die ihr Leben lang nicht in Erscheinung getreten ist, nicht inhaftieren muss. Eine Frau klaut, weil die Rente nach fast 50 Jahren Arbeit nicht zum Leben reicht. Für die Staatsanwaltschaft spielen die Gründe letzten Endes keine große Rolle. Man berücksichtigt natürlich das Alter der Dame im Urteil bei der Strafzumessung und berücksichtigt, dass eine Vollzugsstrafe für eine Person in diesem Alter einen erheblichen Einschnitt bedeutet. Das wird berücksichtigt. Dennoch ist die Staatsanwaltschaft verpflichtet, die Strafe zu vollstrecken und hat insoweit auch keinen Ermessensspielraum. Mit ihrem gepackten Koffer wartet Ingrid auf das, was ihr anscheinend unausweichlich bevorsteht. Monate hinter Gittern. Dieses Urteil finde ich absolut ungerecht. Ich habe ja nur für 69 Euro gestohlen. Ich habe ja nicht eine Bank ausgeraubt oder sonst irgendwas. Ingrid kämpft dafür, dass sie doch nicht ins Gefängnis muss. Dass es in Deutschland Menschen gibt, die aus Hunger klauen gehen, ist für sie der eigentliche Skandal. Ich meine, klar, es ist nicht richtig, dass Ingrid geklaut hat und im Prinzip muss es auch bestraft werden. Aber ist diese Strafe gerechtfertigt? Steht das Ganze noch im Verhältnis? Ihre Meinung dazu gerne auf unserer Facebook-Seite und ich weiß, dass da auch aktuell schon fleißig diskutiert wird. Vielen Dank dafür.